Zuschauer sahen die Bayern ganz in Weiß mit einem Abwehrschnitzer von Bayer Lorzer, dem früheren Nürnberger, der sich wohl an alte Arbeitsstätte in Erinnerung bringen wollte. Dieter Trunk erzielte überlegt das 1:0 in der 10. Minute, das 1000. Bundesliga-Saisontor. Die Bayern ohne Breitner mit einem starken Nachtwey im Mittelfeld teilten sich in brütender Hitze im Kessel des städtischen Stadions die Kraft besser ein. Udo Horstmann zeigte dann Kraft, als es vonnöten war. Die Nürnberger ohne Eder und Reinhardt, mit Weirich als lange Zeit sicherem Vorstopper gegen Dieter Hoeneß, zeigten eines ihrer besten Saisonspiele. Auf Vorlage von René Botteron, der im Mittelfeld unnütz zu lange Strecken zurücklegte, versetzte Dieter Trunk die Clubfans in der 21. Minute in Verzückung. Man fühlte sich nun zurückversetzt ins Pokalfinale in Frankfurt, als der Club zur Pause 2:0 führte und dann 4:2 unterlag. Schiedsrichter Walz hatte keine Probleme mit Akteuren, Spiel und Hitze. Rummenigge scheiterte zum wiederholten Male an Rudi Kargus, dem besten Clubakteur. Peter Stocker, der nach 400 Spielen und 8 Jahren in Nürnberg verabschiedet wurde, bot dem Bayern-Kapitän einen letzten großen Schlagabtausch. Der zweite Schlagabtausch zwischen Pfosten und Ball wurde von Dürrenberger eingeleitet. Nach Ecke von Nachtwey war zunächst Pflügler erneut am Ballkontakt mit dem Pfosten interessiert, ehe Rummenigge des Spielchens überdrüssig das 2:1 in der 40. Minute besorgte. Bayer Lorzer blieb in der Kabine, Güttler verteidigte jetzt bei den Münchnern. Nach Flanke von Nachtwey und Kopfballvorlage von Pflügler, der sich nachdrücklich als Stammspieler empfahl, erzielte Dieter Hoeneß seinen 17. Saisontreffer. Das 2:2 fiel in der 62. Minute und nun dominierten eindeutig die Münchner, da die Nürnberger ihre Kräfte schlecht eingeteilt hatten und wie so oft meist nur von der Kraft lebten. Allein Rudi Kargus stemmte sich nun der Niederlage entgegen. In der 70. Minute war es dann soweit. Rummenigge bereitete den Siegtreffer vor. Hoeneß schien zunächst eine weitere Stolpereinlage zu geben, aber das entpuppte sich als geschickte Vorlage für Hans Pflügler. Und das 3:2 für die Bayern stellt dann auch in etwa den Spielverlauf gerecht dar.